Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Genau, wir wollen jetzt, wie hieß das nochmal? Brummbrummtempel. Ich dachte, wir wollten zu irgendeiner Hand oder sowas. Ich dachte, wir wollten zum Brummbrummtempel, weil da sind noch Leute, die wir brauchen können und wir haben da noch nicht alles gefunden gehabt. Dann gehen wir zum Brummbrummtempel. Was denn? Oh! Das ist große! Lauf! Ich glaube, da hat einmal deinen Träger erwischt, ne? Ja, aber der kommt schon wieder. Der kommt. Der kommt. Wo kommt der denn auf einmal her? Der Riese. Aus dem Tümpel. Wir hätten uns die Kommentare nochmal vorher durchlesen sollen, fällt mir gerade auf. Warum? Ich weiß jetzt nicht mehr, wo wir was übersehen haben. Na, dann ist ja gut, dass ich mir das notiert habe. Ach, gut. In meinem wunderschönen, glitzernden Kronen. Wir können ja dann, wenn wir mal im Brummbrummtempel sind, machen wir eine kurze Pause. Dann kann ich da reinschauen. Schade, dass die Sklaven nicht jemanden hinterherziehen können. Ach, das wäre toll. Ja, wir haben leider gerade gesehen in unserem Rat der Schmerzen, dass wir da ja einen Tanner drin haben, also einen Gerber, Stufe 2. Und wir haben schon einen Gerber, Stufe 2. Ja, dann stellen wir den als Wache ab. Ja. Ist halt nur ärgerlich. Und da die halt fast fertig waren, haben wir uns gesagt, okay, dann gehen wir jetzt neue Mitarbeiter. Brumm, brumm, brumm. So, dann gucke ich einmal kurz in mein schlaues Loch. Wie hieß das eine Logbuch der Bescheuerten und Bekloppten? Dieter Wischmeier oder sowas? Wischmeier statt also Brummbrummtempel. Das Buch zum Medizinbann liegt links der Treppe vor der zweiten Plattform. Und bei der rechten Treppe ist ein Stab. Den brauchen wir, aber den müssen wir noch irgendwo hin. Hinbringen, hinstecken oder was? Genau. Gut. Irgendwie, ich glaube, das war bei dieser Säule, die da so. Taktisch vorgehen oder einfach rein alles umnieten? Bisschen taktisch, oder? Hm. Ich frag ja nur. Gut, dann locken wir was an, ja? Die erst die mittleren? Gut, so viel den zur da. Taktik und der hat keinen Pfeil und. Katze. Möge das Massaker beginnen. Oh, Katze, lass es sein. Lass doch meinen teuren Stuhl in Ruhe. Oh. Fuck, du warst minimal schneller. Aha. Dafür müssen jetzt Leute sterben. Ach Mann, du dummer Kellner. Wegen dir habe ich daneben gehauen. Aua! Da sollte sich mal was anziehen. Das ist ganz schön nackig. Attacke! Oh, die haben alle ein bisschen Schilde. Oh, yeah, ja. Mit der Faust. Einfach durchgemoscht.
Ah. Hier ist noch einer. Einfach mal draufhacken. Ja, manchmal haben die auch brauchbares Zeug. Noch nicht. Schön durch die Rüstung. Ich bin auch ein Dödel. Ich habe vergessen, was zu essen mitzunehmen. Soll ich dir was geben? Ach was. Ich krieg schon Menschenfleisch zusammen und ich kann es ja auch mittlerweile roh essen. Ey, bleib mal stehen, du Träger. Pack doch mal das. Okay, das hätte ich nicht machen sollen. Das hat er gegessen. Ich habe noch Glas für dich. Und weg ist er. Ich hab ihn getreten. Weep. Ui, 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 ui. Ich weiß nicht, wer ist. Ich auch nicht, aber es flatscht hier gut rum. Mich runtergeschlagen. Ach nee, Rüstungsmacherstufe. Ich habe jetzt ja gar nicht mehr geguckt, wer was ist. Ich bin gerade nur im Schlachtmodus. Ah, Blutrausch. Einfach sinnloses Metze. Blut für den Blutgott. Ja. Lecker Menschenfleisch. So. Genau, bei der linken Treppe war das Buch irgendwo. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nach links. Mhm. Warte, aber da sind wieder Menschen. Müssen wir mal gucken, ob die was Schönes sind, weil da müssen wir die nieder. Ja, mal so nacheinander jetzt hier. Na, kommen gleich drei. Kämpfer. Weiter. Dancer. Dancer. Dancer brauchen wir erst einmal keinen. Ja, doch, wir brauchen noch 5, 6 Stück oder so, aber. Nicht jetzt. Deswegen, das meine ich doch. Die sind erstmal zweitrangig. Ey, ich bin zu blöd, einen Bewohner zu töten. So. Hat dir mal geholfen. Danke. Was seid ihr für Heinis? Hallo, was seid ihr für Heinis? Hallo? Archer, Das war ein Dancer. Ah ne, der Dancer ist das hier. War es mal ein Archer? Verdammt, daneben geschlagen. So, da links hoch, da. Ah. Oh, kommt schon einer. Fighter. Fighter. Ach, der ist. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach, ihr macht das schon. Lendenschurz. Da sind zwei. Rechts ist auch einer.
Oh, Alchemist, Alchemist, Alchemist. Klappen, 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 klappen. Oh, schon K.O.? Ja. Und hier und hier und hier. Was bist du? Ein Koch. Okay. Das darf gemetzelt werden. Und das Archer. Oh, hab das mal. So, hier muss irgendwo. Linke Treppe, hier muss irgendwo das Buch sein. Soll ich das mal sehen haben? Kann auch sein, dass es oben ist. Ich weiß es nicht genau. Oben ist ein Tänzer und. Oh, da sind auch ein paar Leute. Ui, das ist ein großer. Reiter. Das ist so ein Cannibal Brood. Ah, hab den abgeschlachtet. So ein Cannibal Brut hätte ich gerne mal für zu Hause. Die hinterlassen so viel Pfeile. Oh, Truhen. Hier ist ein Buch. Ah, ja, Kochspezialist 6 und... Ja, die hatte ich schon. Das war das Kochen mit Menschenfleisch. Hm. Warte mal, vielleicht habe ich die nicht gehabt. Wo war denn das Buch? Das liegt hier vor dem... doch, das ist ich da... Ich habe es nicht gehabt. Mir wurde es auch angezeigt, dass ich es nochmal gelernt habe, aber das hatte ich auch schon. Achso, dann weiß ich nicht. Hm, es hieß bei der linken Treppe. Hm. Die anderen hast du hier schon gesegnet oder entherzt? Nee, noch nicht. Ah doch, die hatte ich schon. Ah, den nicht. Hier ist noch eine Truhe. Hm. Aua. Hm, kommt der her? Ach, da unten schon wieder. Ja, hier oben war nichts mehr, ne? So. Ich habe hier auch echt nichts gefunden. Vielleicht doch auf der anderen Seite. Ja. So, das ist dieser dumme Jogprieger. Den brauchen wir eigentlich gar nicht behelligen erstmal. Ach so, ich bin hier gleich. Ich habe eine Abkürzung genommen. Was bist du denn? Hier oben. Ja, hallo. Kawabanga! Oh nein, nicht hinten! Ich wollte jetzt so eigentlich mal knüppeln, aber... So viel dazu, um einen mitzunehmen. Ach so, wolltest du? Entschuldigung, das war nicht laut genug. Ah, hier liegt was. Ja, hier ist der Medizinmann. Hier ist der Medizinmann. Ach so.
Achso, ich dachte, den kann man lernen. Ja. Neues Talent, Medizinmann. Was haben wir hier so? Hier ist was mit Armor. Ja, warte, ich bin ja gerade am Schlachten. Ja, genau da, wo du gerade schlachtest, ist was mit Armor. Ja, das ist ein Level 1 Armorer. So ein schon. Das war eigentlich die Frage, die ich damit stellen wollte. Okay, dann ist ja die Frage beantwortet. Ach, die sind da hinten bei denen. Na gut. Die könnt ihr ruhig töten. Witch Doctor. Safari Witch Doctor. Witch Doctor? Ja. Heißt zumindest die Frau. Klingt cool. Will ich haben. Ist groß. War eher die. Die ist auch Alchemist. Cool. Ja, nicht so aus dem Rhythmus. Gut. Dann haben wir schon mal Nummer 1. Achso, das hatten wir auch schon. Ja, ich drück. Okay, dann müssen wir uns hier merken, hier liegt ein Alchemist. Ja, und da unten auch, ne? Genau, also rein theoretisch hätten wir jetzt zwei Alchemisten. Aber wir brauchen ja nur einen. Richtig. So, und hier müsste irgendwo noch so ein Stab sein, den wir nehmen können. Wahrscheinlich ist das der da links. Hab ich. Ja, ich auch, Schädelsammler. Kann man den echt übersehen? Das weiß ich nicht. Nee, Schädelsammler hat man, glaub ich. Nee, ich meine den Stab. Dass wir den Stab echt übersehen haben. Bin mir nicht sicher. Aber wir müssen ja eigentlich noch einen Stab mitnehmen. Der fehlt uns ja irgendwie noch. Das war auch der hier, oder nicht? Wenn du den interagierst, ja, habe ich was gelernt. Schädelsammler, aber ich weiß nicht, ob wir den schon hatten. Nee, ich hatte den vorher nicht drauf geklickt. Sicher? Ja, ganz sicher. Okay. Ich dachte, das ist ja nicht, ich dachte nämlich, dass letztes Mal, dass es Deko war, definitiv. Okay. Also ich hoffe, wir haben jetzt alles erledigt, was wir so erledigt machen konnten. Wo ist das, Mansell? Sollten wir noch was übersehen haben, ihr kennt ja das Spiel, sagt uns Bescheid. Witch Doctor, Witch Witch. Ja, ich nehme den anderen Alchemisten aber trotzdem noch mit, ne? Ja, kann ja trotzdem dann die Mauer verteidigen. Ja. Ja, beim zweiten Mal ist man schneller, ne? Den ganzen. Ja, wenn man schon so ein bisschen sich auskennt. Ist die riesig. Große, starke Frau. Großer, doofer Archer. Oh. Ey! Geh mir aus der Sonne! Also mir geht ans Herz. Oh, shit. Oh, hinter uns sind auch schon Leute gespawnt. Na, dann sind wir ja gerade rechtzeitig raus. Ja, und weg. Bevor die mich angreifen. Na, das muss ja nicht sein, ne? Nee. Komm, kleine Alchemist, wir bringen dich nach Hause. Bitte nicht singen, mir bluten jetzt schon die Ohren. Das ist mir egal. Du, dann können wir ja als nächstes nochmal zur Hand gehen und gucken, was wir da so kriegen, was es da so gibt zu entdecken. Ja, es kann ja sein, dass wir, wenn wir jetzt zurück sind, dass schon wieder ein weiterer fertig ist. Ja, ich glaube, die zwei, die dann noch in Frage kommen, die brauchen doch noch ein bisschen länger. Wir brauchen einen Zuchtmeister. Ja. Und vielleicht noch ein drittes Rad der Schmerzen.
Ja, ich glaube, das gab es ab Level 50 oder so, ne? Ja, man könnte ja auch sonst noch so ein Viererrad, also man könnte ja das kleine Rad eventuell durch so ein Viererrad ersetzen. Ich glaube, das klingt nach einem Plan. Ja, ich weiß. Das gefällt mir. Können wir ja den Rest der Folge daran arbeiten. Wir werden es wahrscheinlich noch nicht füllen können, weil die unsere Kissentänzerin, glaube ich, noch ein bisschen braucht. Oh. Ah, Mega-Kroko. Dann gehen wir halt andersrum. Ich gehe links unten am Wasser lang. Stellen. Oder so. Irgendwann kriegen wir dich. Ja. Dann gehst du uns hier nicht mehr auf den Sack. Der kommt ja auch nicht zurück, ne? Nee, brauch auch nicht. Ich hab auch... musst du nicht noch mehr sehen, du. Horst, mach Platz. Danke. So, und Tenna ist fertig. So, kommt der Tenna rein? Ja, in der Gerberei, würde ich sagen, ne? Ach ja, da war ja schon einer. Naja, und das ist halt auch schon einer Stufe 2. Stimmt. Dann haben wir jetzt einen Wachtenner. Kann ich ihn einfach jetzt... Ich weiß ja nicht, ob das ein besonderer Tenner ist. Kann man den einfach so aufstellen? Ich kann ihn höchstens ablegen. Ich kann den echt nicht, ich kann den nicht aufstellen. Das ist ja irgendwie unschön. Ich bin überladen. Oder mache ich das falsch? Ich konnte doch Leute normalerweise ins Menü packen. In, auf so ein Man muss doch die Taste drücken. Ja, hahaha. Mache ich ja. Aber dann geht das vielleicht bei dem nicht. Toll. Naja, mein Reservetenner. Packe ich den wieder ins Rad. Oh, bleibst du halt da. Hier hab ich ein paar Eiermchen. Verhungern. Oh, die verhungern. Hier in der großen Kochstelle habe ich ganz viel Schleimsuppe. Schleimsuppe! Ich hole mal was. Also zumindest habe ich da Schleimsuppe in Auftrag gegeben. Nein! Achso, deinen Typen musst du noch entladen, ne? Ja, hab ich schon. Ah, der... Deswegen bin ich überladen. Kissentänzer dauert... Das dauert noch. So, die stelle ich einfach mal wieder hier hin. Achso, dann muss der mir ja auch nicht mehr folgen eigentlich. Nö. Ich habe meinen jetzt auch abgestellt. Latsch, latsch, die Heide blüht. Schon wieder 18... 18 Herzen. Ich habe 13 schwelende Essenzen. Ja, ich Was? Mach da gleich nochmal ein, zwei Helme von. Warum ist denn ein gehärteter Ziegel hier bei den... Und Kohle hat hier auch nichts zu... Ich weiß nicht, warum packst du da Kohle rein? Also ich habe da keine Kohle reingemacht. Ich hab keine Kohle. Hä? So. So. Sag ich auch immer. So. So, 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 so. Also in der großen, im großen Lagerfeuer sind noch 260 Schleimsuppe. Jetzt. Ja, ich habe schon so 200, 300 rausgebracht. Okay. Ich bin auch noch überlegen, ob ich diesen Tempel nochmal neu baue. Aber
Was machst du denn dahinter, Junge? Weil der steht ja nicht so richtig drauf. Und hier ist noch so ein Beta-Heini. So ein Jog. Archipris. Ja, ich weiß. Naja. Dann bauen wir nochmal ein, zwei Helmchen. Und der Rest geht für Gift drauf. Bring mal ein bisschen Stein hoch. Ja, ich... Ich weiß ja nicht, was du fürs Rad der Schmerzen so brauchst. Interagieren war das. Ah ja, stimmt, da fehlt die Mods, dass ich, das war's, glaube ich. Da muss ich nochmal nach dieser Mod suchen, damit ich wieder die Gegenstände nochmal neu. Rad der Schmerzen. Na, warte. Ist das einfache oder das größere? Ja, das ist 200 Eisenverstärkung, 80 Zwirn, 50 Ziegel, 60 geformtes Holz. Okay. Ich schnapp mir mal die Sichel und gehe mal ein bisschen Pflanzenfasern. Wir haben, glaube ich, eine ganze Menge Pflanzenfasern irgendwo. Ich habe jetzt aber nirgendwo was gesehen. Ach, irgendwo war da was. Irgendwo war da was. In irgendeiner Werkbank. Ach, ich hol mir jetzt welche. Dann hol dir welche. Ich hätte doch irgendwo mal welche gesehen und auch verwurstet. Oh, hier ist auch schon alles weg. Also auf jeden Fall brauchst du eine ganze Menge Eisenverstärkung. Ja, 200. Ich weiß nicht, wie viel Eisen wir noch haben. Gut, dann... Also hier in der Schmiede sind jetzt noch 30. Ich habe jetzt noch 130 in Auftrag gegeben. Ich wollte jetzt demnächst nämlich auch mal Stahlwerkzeuge herstellen. Oh, das... Also so Axt und Pike, ja, und so. Ja, das klingt sehr gut. Das wird auch, glaube ich, langsam mal Zeit. Damit wir noch mehr Ressourcen abbauen und schneller das, und... Genau. Ja, das Problem war bis jetzt halt einfach, dass wir nicht so viel Stahl hatten. Ja. Also ich konnte es schon lange genug ab... Wir hatten halt nie genügend Stahl. Ich hole mal den Stall runter, den wir haben. Ulrik, die Bestie. Bitte? Oh, nix. Hier war nur jemand. Möchtest du lieber eine Axt oder lieber eine Pike? Ich nehme lieber die Pike, die brauche ich häufiger. Okay. Ah, ich brauche noch Leder dafür. Leder.
Ist die Frage, wem soll ich Vorrang gegen der Eisenverstärkung oder den Stahlwerk? Stahlwerkzeuge, falls wir Eisen holen müssen oder so, dann können wir mehr gleich abbauen. Gut, es reicht für 2 Stahlpiken und 2 Stahläxte. Yay! Oh, und ich kann einen Stahlreparaturhammer machen. Und Stahlhackmesser und Stahlabhäutemesser. Eine Pike wäre erstmal schon mal ganz cool. Erstmal die Stahlaxt. So, jetzt sind erstmal Stahlwerkzeuge hier in der Mache und da muss ich ein bisschen Platz schaffen. So ein Steindoppelschwert können wir auch mittlerweile mal weghauen. Ja, die kannst du. Die sind Geschichte. Was brauchen wir nicht mal den Sklaven geben? So, die erste Stahlpike ist fertig. Ups, da ist ein Kroko. Ups. Ich dachte, der kommt von hinten. Ich habe die Kampfmusik gehört, aber den Kroko im Gebüsch nicht gesehen. Den Tarnkroko. Da ist gleich noch einer. Komm. Bevor du mir auf den Sack gehst. Haben wir das auch erledigt. So, jetzt habe ich jede Menge Pflanzenfaser organisiert. Yay! So, also, Stahlwerkzeuge sind für dich dann auch fertig. Hurra, und Sichel müsste dann auch repariert werden. Die kann ich nicht reparieren. Nee, die kann ich, glaube ich, auch nur in einer Werkbank reparieren. Oder wenn ich Stahl habe eben. Wo packen wir denn für das Raterschmerzen den ganzen Zeug erstmal hin hier in dem oh. Ich verstehe. Jetzt wo du meinst so, ja, wir haben noch genug Pflanzenfaser. Ich dachte, du meinst die Truhe, wo ich mal so 100 weggenommen habe, aber hier sind noch 1200. So, ich habe jetzt hier über die Waffenkiste noch mal eine Kiste gepackt. Ja, Doppelkiste. Bam bam. Steinpike. Das war sozusagen Werkzeuge und Waffen versuchen so ein bisschen zu trennen. Ja, das ist ganz gut. Mach mal. Ich weiß. Ich habe noch Bienchen. Der ist ja voll, der Typ hier. So. Okay, also ich habe jetzt deine Sachen in die große Truhe. Kann man die eigentlich auch. Große Truhe über. Oh, Truhe. Oh ja, die kann man benennen. Oh, wir haben eine Doppeltruhe. Bam, bam. Yeah. Man kann die Truhen benennen. Fantastisch. Das Abhäutemesser brauchst du nicht?
Im Augenblick nicht. Oh, Stahlaxt. Ja, habe ich dir da extra reingepackt. Und ich habe noch eine Schüssel, sehe ich gerade. Ich nenne jetzt gerade erstmal die ganzen Truhen, damit wir mal wissen, was wo drin ist. Ja, ist ja nicht blöd. Ja, weil hier sind auch wieder Waffen und Rüstung, weil das hier soll eher Rüstungstruhen. Gab es nicht noch Wandschränke oder sowas, so Hängeschränke? Bestimmt. Und wir müssen, ich muss noch mal ein paar Truhen bauen, glaube ich. Weil wir haben noch hier 4 alte Holztruhen. Ja, die können wir echt mal austauschen. Geformtes Holz und Eisenverstärkung brauchte ich dafür. Eisenverstärkung normaler haben wir noch, oder? Ja. Warum ist hier kein geformtes Holz mehr? Schreiner, was tust du den ganzen Tag? Kann sein, dass das geformte Holz alles in der Schmiede ist. Ja, er macht noch ein bisschen was, aber er kann wieder Holz gebrauchen, der Gute. Ah ne, erstmal machen wir Rat der Schmerzen. Naja, wir haben so viel noch zu machen. Aber ich würde erstmal sagen, wir machen einen Break. Mhm. Organisieren uns ein bisschen und dann vielleicht noch mal ein bisschen Holz hacken und so einen Käse. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Und wir überlegen uns mal, was wir wieder nächstes Mal machen. Ja. Oh, guck mal, ich kann hier so hängen. Du, 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 du. Wundervoll. Ja, ich hab's voll drauf. Gucken, wie lange ich mich halten kann. Ja, Ach. Mal was? Da oben hängen. Ja. Okay. Kannst du es etwa nicht? Vor allem. Wie bist du da hingekommen? Das verbraucht keine Ausdauer, sehe ich gerade. Ich bin einfach so die Wand hochgeklettert bis zur Decke. Und dann bin ich rückwärts gegangen. Und dann war ich hier oben irgendwie. Keine Ahnung. Ich verbrauche auch keine Ausdauer gerade. Warte mal, ich will auch. Ich will auch. Warte, ich hänge. Alter, habe ich Achselhaare. Das ist ein richtiges Fell. Achselfell. Hallo? Du verbrauchst aber Ausdauer? Ah ne, wenn man sich nicht bewegt, verbraucht man keine Ausdauer. Ah, aber die Ausdauer lädt sich nicht nach. Ja, jetzt hängen wir hier so wie Fledermäuse. Ich bin Batman! Genau. Ja, 2 unter einem Dach. So ist es. Gut, dann reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.